jetzt, dass wir dann jetzt heute mit den Schwellenländern hier in der Region, und zwar mit dem KIT-Halbfinale, die jetzt auch anstehen, heute dann schon die Qualifikation und die verschiedenen Vorfinalläufe, Qualifikation zu diesem Semifinale. Hier kommen jetzt jeweils die ersten drei weiter, das große Finale und Platz 1 bis 6. Die Unterlegenen fahren dann das kleine Finale und Platz 7 bis 12. Ladies and gentlemen, we will now present the men's Kyrie semifinals. Always six riders in their eight heats. The first three will be qualified for the right for gold, for the final place 8-6. And the losers will be qualified for the final place 7-12. Wir präsentieren den ersten Aufreiter der modernen Amstrad. Now taking the start number 14. Czech Republic, Start Nummer 40 aus der Tschechischen Republik, der dritte der Weltmeisterschaften, der Bronzemedaillist auf der World Championships, Thomas Babek, Czech Republic. Mit der Start Nummer 3 aus Deutschland, Number 3 representing Germany, Joachim Eilers. Aus Russland, representing the Russian Federation, Number 145, Number 45, Shane Allen Perkins. Aus den Niederlanden, the Netherlands, Number 109, Number 109, Vizeweltmeister Ian Schmidt, Harvey Lefhazen. Nummer 183, Number 183, representing the Ukraine, aus der Ukraine, Andriy Vinokurov. And Number 102, Number 102, representing Lithuania, aus Litauen, Vasilijus Lendl. Also, Läuferreisen an der Balustrade, darunter dann Lendl, dann folgt Vinokurov, dann sehen wir Shane Perkins, Joachim Eilers und an der Essen Thomas Babek. In dieser Reihenfolge sind sie aufgestellt. Also, das wäre dann super schnell.
Outback Chip Republic. Second place, Zweiter, 183, Vino Kurov, Ukraine. Litterplatz, third place, 145, Perkins, Russia. Fourth place, 109, auf dem vierten Platz, 109, Netherlands, Niederlande. Somit kleine Finale, ebenfalls kleine Finale.